Das war spannend. Ah, nicht der Hund, nicht der Hund, nicht der Hund. Oh, oh, Kahn ruft an. Hallo? Schon weg, okay, ich rufe gleich mal zurück. Warum nimmt der denn jetzt nicht ab? Der hat doch gerade vor einer Sekunde angerufen. Wenn man das Handy vergisst auf Toilette, dann weiß ich nicht. Ist das irgendwie verlorene Zeit? Aber nun gut, ich bin ja fertig. Oh, jetzt will ich einfach nur noch raus. Boah, ich hasse diese Leute, die es einfach nicht schaffen, das Klopapier aufzufüllen. Kahn! Wobei, heute geht's eigentlich noch. Reicht jetzt aber. Oh, das ist ja nett von Danja. Sie hat das Klopapier wieder aufgefüllt. Ich vergesse das ständig. Kahn, du sag mal. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Ist egal, ich komm gleich nochmal. Das machst du in letzter Zeit ziemlich oft. Hm, bist ein bisschen vergesslich geworden, oder? Naja, raus. Jetzt habe ich's aber, Weißt du was? Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ist okay. Du kommst sowieso in 2 Minuten wieder und weißt wieder nicht, was du von mir wolltest. Ah, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Kahn, du hast schon wieder das Klopapier nicht aufgefüllt. Vielen Dank, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Habe ich was verpasst? Das machst du doch sonst eigentlich immer. Ich muss das doch gar nicht machen. Ich vergesse es halt nur. Wie viel kostet das jetzt? Ja, das sind jetzt 12,78 Euro, bitte. 12,78 Euro. Das ist ja ein schöner Betrag, um mit Kleingeld zu zahlen, oder? Also, ich habe hier einmal 2 Cent. 10, das sind dann 12. Plus 2 sind 14. Ist das richtig? Können Sie einmal kurz nachzählen? Ja. Ja. So, dann habe ich hier. Oh, ich habe hier noch einen Cent. Das sind 15 Cent. 15 Cent haben wir schon mal. Das ist eine schöne Zahl. Wissen Sie, dass meine Glückszahl eigentlich wird? Wie dem auch sei. Dann habe ich hier nochmal 2 Euro für Sie. Nochmal 2 Euro. Ich würde gerne mit einem Euro zahlen, aber ich glaube, das ist kein Geld. Junge Dame, ich habe jetzt gerade auch mal durchgezählt. Ich glaube, 12 Euro habe ich dann doch nicht, oder? Ich zahle doch mit Karte. Wow, das ist. So ist besser, aber. Das ist nicht so ganz sicher. Was ist, wenn jetzt jemand unter meinem Bett ist und so? Ich hasse es. Ja, gut, da muss ich halt warm schlafen. Es geht nicht anders, weil ich. Das ist zu unsicher. Da muss ich halt schwitzen. Wo bleibt die denn? Wir haben schon 12 Uhr. Wir wollten uns 15:15 treffen. Ich ruf sie jetzt mal. Na klar, jetzt geht's ja nicht ran. Wo bleibt die? Ich hasse es, wenn man zu spät kommt. So entspannt. Kein Stress. Also so langsam kann ich mich, glaube ich, mal zurecht machen. Aber kein Stress. Stress ist nicht gut. Gar nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal duschen. Und was habe ich denn eigentlich? Nee, also ich gehe mich jetzt mal komplett umziehen und duschen und dann mache ich mich nochmal fertig. Dann muss ich mich aber auch nochmal schminken. Es könnte sein, dass ich dann eventuell ein paar Minuten. Naja, ich mache mich jetzt mal fertig. So, wer kann mir sagen, was die Hauptstadt von China ist? Frau Meier! Frau Meier! Hier, bitte! Bitte! Frau Meier! Es ist schon wieder keiner aus. Es ist so. Hallo! Das weiß immer keiner. Frau Meier, bitte! Ja, ach, Lilly, du weißt das? Ja, nein, Entschuldigung, München ist da leider wirklich falsch. Dass das immer keiner weiß. Ja! Yeah. So, nächste Frage. Was ist der längste Fluss der Welt? Oh. Ja, Pascal, du weißt das? Ja, genau, ja, doch, du hast dich doch gemeldet. Eben habe ich mich gemeldet, nicht jetzt gerade. Ich weiß nicht, was der längste Fluss der Welt ist. Der Rhein? Oh, ich hasse es hier im Keller. Okay, ich muss kurz das Licht ausmachen und dann ab nach oben. Okay, ich bin bereit.
Nee, das habe ich gestern schon gegessen. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt was anderes drin als vor 10 Minuten. Oh, mir ist doch aber langweilig. Immer ist das Gleiche im Kühlschrank, wenn ich innerhalb von einer halben Stunde fünfmal hier reingucke. Mann! So. Kahn, kommst du essen? Oh, klasse. Ich habe so einen Hunger. Danja, wie weit bist du denn? Ich bin soweit. Ah, du bist ja schon da. Super. Also es dauert noch 5 Minuten. Du kannst ja schon mal den Tisch decken. Das war sowas von klar. Ja, Leute. Das waren sie. Die 10 Dinge, die ihr wahrscheinlich alle kennt und hasst. Ja, wo hast du dich bei allen 10 Dingen jetzt wirklich, oder hast du Situationen wiedererkannt bei dir? Ja, also ich bin der typische, ich kann nicht in den Keller gehen, ich kann das einfach nicht. Und da habe ich jetzt ja meinen Freund, der immer für mich in den Keller gehen muss. Achso, schöne Grüße dann an den, ne? Ja. Also natürlich, jede Situation kennt man irgendwie. Ich glaube, wo ich mich definitiv wiedererkannt habe, ist, also nicht mich selber, sondern worüber ich mich aufrege, wenn jemand anruft, ich rufe zurück und er geht nicht ran. Mega. Innerhalb von einer Sekunde, ich rufe dich an. Es ist, als hätten die ihr Handy genommen und einfach in den nächsten See geschmissen. So, das ist gefühlt der ultimative Prank an jedem. Ne? Kurz anrufen und dann, ich weiß es nicht. Und sonst natürlich, ich komme, also zur Verabredung bin ich relativ oft zu spät. Muss ich leider zugeben, ist so. Und sonst natürlich, jede Szene, das mit dem Keller, klar. Ja. Und beim Schlafen, ne? Also auch wenn Sommer ist, es ist nicht sicher, ne? Ja. Ich habe natürlich momentan, wir haben eigentlich den Luxus, dass wir noch unsere Katzen haben, die schützen uns ja eigentlich auch. Das stimmt, da bin ich auch immer ganz froh, weil da kann ich mir bei jedem Geräusch, was ich mir einbilde, kann The ich Guardians sagen, of the Bat. Das waren die Katzen. Guardians of the Bat. Ja. Ne. Auf jeden Fall hatten wir heute wieder sehr, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr auch. Ne? Und abschließend bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir irgendwelche Situationen vergessen haben, die ihr vielleicht kennt, die ihr habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Ciao, Leute.